Carsten, oder? Was meinst du damit? Naja, läuft nicht. Sag's doch. Läuft nicht. Läuft wirklich nicht, aber wir waren uns gestern zumindest einig. Wir haben alle auf Sieg Deutschland getippt und Deutschland hat leider verloren. Unser WM-Experte Jimmy Hartwig erklärt uns jetzt mal warum. Was war da los mit der Nationalmannschaft, Jimmy? Ja, die ganze Mannschaft hat einfach in der ersten Halbzeit gut gespielt und in der zweiten Halbzeit total versagt. An was liegt, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie gemeint, das 1-0 können sie über die Bühne schicken gegen die Japaner. Die Japaner haben ihnen ihre Schwächen aufgezeigt, haben gesehen, dass die Abwehr nicht stabil ist, dass sie in den Gedanken woanders sind, kleine Fehler, nicht mehr draufgegangen, rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen. Das macht Fußball, da macht es kein Fußball keinen Sinn. Dann hätte es auch die Binde tragen können, nach Hause fahren können. Auf was kommt es jetzt drauf an, auch für den Bundestrainer? Ich meine, Thomas hat es ja eben gesagt, wir spielen gegen Spanien. Und die haben gestern ein ganz deutliches Zeichen gesetzt. Sie haben Costa Rica mit 7:0 abgefertigt. Ist er jetzt als Psychologe gefragt? Normalerweise braucht er nichts mehr zu. Er braucht nur die Mannschaft noch aufzustellen. Und die Taktik, wie es ist, um jedem einzelnen Spieler muss er doch nichts mehr sagen. Es geht gegen Spanien. Die haben 7:0 gewonnen. Spanien hat uns 6:0 weggefegt. Ich will weiterkommen. Da gibt es nur eins. Messer zwischen die Zähne und ab die Post. Und wenn du noch irgendwas sagen musst zum Spieler, dass welche Einstellung er bringen muss gegen Spanien, dann soll er direkt nach Hause fahren, soll Urlaub machen ein paar Wochen. Aber wenn wir uns die Elf von gestern mal angucken, und das finde ich interessant, Jimmy, du hast dieses Spiel natürlich ganz genau geguckt und deshalb wollen wir mal deine Benotung uns ein bisschen zu Genüge führen. Wir sehen Manuel Neuer, dem hast du zumindest noch eine 3 gegeben. Naja, das ist die ärmste Sau dahin gewesen. Nur ein Fehler gemacht, er ist der Chef, der Letzte da hinten, er muss gucken, er muss sie zurückholen, er muss schreien, der kann nicht da winken, nein, da musst du schreien, komm zurück, du Pappnase, hier ist was frei, du musst gedeckt werden, geh dahin, das ist Sprechen, das ist doch toll, die sprechen doch alle eine Sprache. Aber er hätte doch vor allen Dingen mit der Abwehr sprechen müssen und da hast du also da deine Bewertung, die ist schon bitter, zumindest für Süle und für Schlotterbeck. Rüdiger? Rüdiger hat gut gespielt. Auch der Rüdiger, das ist jetzt so ein Leader in der Mannschaft. Der musste dem Sühlemann in den Hintern treten. Dem Schlotterbeck, der fängt an, hinten mit dem Außenriss zu spielen, als wäre er Maradona. Also, Leute, was ist denn los? Das geht nicht. Dann hat der Raum, der hat sich ein Wolf gelaufen auf der linken Seite. Dann 11 Meter noch rausgeschunden, ja, weil der Tormann ein bisschen blind dahingegangen ist. Aber trotzdem hat er den 11 Meter rausgeschunden. Aber Rüdiger, muss man schon sagen, es war eine sehr arrogante Szene, die wir da gesehen haben in einem Laufduell mit... Das liegt bei uns Schwarzen im Blut, ab und zu mal so ein kleines Ding zu machen. Ja, ich weiß, ich darf sagen, ihr dürft es nicht sagen. Ich darf es sagen, weil ich großen Respekt vor ihm habe, riesen Respekt vor ihm habe. Aber das ist so. Das kommt mal, das habe ich früher auch mal gemacht. Bin früher auch mal in Talkshows und bin so eine Gockel rumgelaufen. Ich kann mich erinnern. Das ist in Ordnung, das gehört dazu. Er hat ja auch gemeint, wir geigen das Spiel nach Hause. Aber dass er 2-1 verliert, der wird es nicht mehr machen. Gegen Spanien werde ich die Nummer nicht mehr machen. Aus Fehlern lernt man. Ein bisschen, muss ich sagen, war ich enttäuscht von Joshua Kimmich. Ich bin total enttäuscht. Er hatte, ja, und du hast ihm auch nur eine 4 gegeben. Aber Gündogan, das ist ja schon... Ja, Gündogan hat nicht stattgefunden. Er hat 11 Meter geschossen. Okay. Und er hat einen Pfosten getroffen. Das ist geil. Hat einen Pfosten getroffen. du hast einen Pfosten getroffen. Ist doch wurscht, ob der einen Pfosten trifft. Ist ja nicht reingegangen, ja. Jedenfalls Kimmich und diese zwei im Mittelfeld. Da kommt mein Freund Gnabry noch dazu. Von rechts kommt er mal raus. Und die müssen doch wissen, wenn er so kommt, dass er mit links versucht, das Ding reinzuhauen. So hat es bis nach Japan durchgesprochen, dass das nicht geht. Die haben ja auch einen Fernsehen da. Ja, gut, aber die haben auch Nationalspieler, die in der Bundesliga spielen. Und zwar 7 an der Zahl. Und so man muss ja sagen, Asano hat uns ja auch abgeschossen. Der spielt bei Bochum. Ja. Er hat ein sensationelles Spiel gemacht. Ja, siehst du, das ist überheblich. Und warum hat Müller eine 4 gekriegt? Also ich habe nicht viel von ihm gesehen. Und deswegen soll ich nur 5 geben, 6 geben? Nein. Ich sehe ein bisschen anders. Er hat sich bemüht wie in der Schule. Hat Lehrer immer zu mir gesagt, Jimmy hat sich bemüht. Er hat sich bemüht, was zu machen und zu tun. Ist nichts dabei rumgekommen. Bei mir ist ein bisschen was rumgekommen, anschließend dabei. Aber da nicht. Deswegen, lieber Thomas, ich mag den Thomas sehr gerne. Ich bin privat auch, aber nein, Thomas, du musst, ich glaube, ich habe eine neue Mannschaft hier aufgestellt. Die werden wir nachher noch sehen. Thomas, tut mir jetzt schon leid. Gnabry, aber hier, Musiala kommt. Das war eine gute Leistung, 19 Jahre alt. Ich würde mich verbeugen vor diesem. Wenn ich so gut gewesen wäre, mit 19 wie der, volle Falle. Der hat alles drin. Der Körper drin, der guckt, dass sie das periphere Sehen. Periphere Sehen, weißt du, was es ist? Ja, ich weiß, was das ist, ja. Periphere Sehen, ich guck dich an und dahinter geht die Party los. Der sieht alles, ob dein Gegenspieler. Der ist klasse. Ja, und der Havertz hat auch ein peripheres Sehen, aber was war gestern? Da schreie ich gar nicht hin, da tut dich nochmal hin. Das ist mir zu schade, da hinzudeuten beim Havertz. Der ist ja da rumgelaufen, hat gepumpt wie ein Maikäfer.
Das ist, wenn ich jetzt hier im Studio die Treppe hochlaufe, stehe ich auch oben und mache. Aber er ist 40 Jahre jünger als ich. Das geht nicht. Also es ist schon eine harte Benotung, die Jimmy Hartwig da hilft vorgenommen hat. Ich werde auch nachher im DFB anrufen. Ich habe ja die Nummer vom Lager. Die werden das ja sehen, die Jungs. Hallo, guten Morgen, Jungs. hilft nichts, da müsst ihr jetzt durch. Ich werde auch viele sagen, der Hartwig, was hat denn der wieder für einen Scheißdreck? Aber im Grunde wissen sie, dass ich recht habe. Das ist immer gut. Und ich kann nur eins sagen, gegen Spanien. Wer da nicht weiß, was los ist. Das war der Ball übrigens gestern, der 7-mal ins Tor von Costa Rica gefallen ist, von den Spaniern gespielt. Und die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, denn wir spielen am Sonntag gegen sie. Na was, der hat mal bei Real Madrid gespielt, großer Torhüter, und hat richtig einen mitgekriegt von seinen ehemaligen Kollegen. Was haben die Spanier denn gezeigt da gestern? Die haben Freude gezeigt. Die haben Freude am Fußball gezeigt. Weißt du, was der Trainer gesagt hat? Geht raus, Costa Rica, zeigt was jeder Einzelne, was ihr kennt. Der hat den jungen Leute, die Alten haben die jungen Leute geführt. Die haben gesagt, Alter, erste Weltmeisterschaft. Jetzt kannst du zeigen, wo du dein. Das sind ja Spieler, die. Der Morata zum Beispiel. Also. Das sind ja Spieler von Spanien, die sitzen auf der Bank. Die sitzen auf der Bank in ihrem Verein bei Real Madrid, bei Barcelona. Die gehen da rein und gehen mal so nebenbei Weltmeisterschaft an und spielen so peng, peng, peng. Das ist der Trainer. Hey. Ja, Luis Enrique. Luis Enrique Barcelona. Ist natürlich. Der bringt Freude, der geht da hin und sagt: Jungs, vielleicht gibt es dann nach dem Spiel einen Gläschen Rotwein. Ja? Das ist eine spanische Mentalität. Super. Aber was heißt das für uns? Ich meine, die deutsche Mannschaft ist auf auch nicht schlecht. Heißt es. Aber das ist auch ein hartes Urteil von dir. Ich meine, am Sonntag spielen sie und sie haben doch eine Chance. Ich knie vor euch nieder und mache richtig den. Ich entschuldige mich. Ich gehe sowieso in die Kirche. Ich tue besonders eine dicke Kerze spenden. Wenn die Deutschen gegen Spanien gewinnen, dann laufe ich das ganze Haus den ganzen Tag mit einer Kerze in der Hand. Ich sage dir, aber... Das möchte ich sehen. Ich hoffe, dass es am Montag soweit ist. Ich werde dir die Kerzen besorgen. Ich will ja, dass sie gewinnen, aber nur der Glaube lässt nicht zu, dass sie gewinnen. Es ist schade eigentlich. Unser WM-Experte Jimmy Hartwig, ehemaliger Nationalspieler. Also Sie merken schon, die Enttäuschung bei ihm ist groß. Deshalb reagiert er auch so ein bisschen aufbrausend. Ja. Aber vielleicht guckt er die deutsche Mannschaft zu und dann... In diesem Herzen ist nach dem ersten Länderspiel, wo ich gemacht habe für Deutschland... Wenn die Nationalhymne gespielt wird, hört sich doof an, ist so, stehe ich da und habe Tränen in den Augen, weil ich die Nationalmannschaft Deutschland-Hymne höre. Wenn ich das höre, dann muss jeder, wenn er im Stadion ist, sagen, ich spiele heute für 80 Millionen Deutsche. Ich will heute den Sieg gegen Spanien haben. Ich will das allen alles vergessen lassen. Ich bin richtig, ich sag ja, ich bin zu 100%ig, ich habe einen Stempel hinter den Adler von Arsch gebrannt. Ich will, dass Deutschland gewinnt. Das ist meine Enttäuschung so groß, weil ich weiß, dass diese Jungs mehr können, wie sie gestern gezeigt haben. Ja, dann gib ihnen für Sonntag eine Chance. Jimmy Hartwig, unser WM-Experte. Nachher werden Sie noch sehen, mit welcher Mannschaft er gegen die Spanier auflaufen würde, um die Spanier zu schlagen. Aber wie gesagt, Sonntag ist das Spiel, Thomas. Ja. Ich hätte noch einen Vorschlag, Jimmy, ganz kurz. Also wenn es klappen sollte gegen Spanien, dann würde ich sagen, Frühstück für alle hier in der Redaktion. Also das würde... Da kannst du mich nicht erschrecken. Warte mal einen Augenblick. Schatz, hallo Schatz, wie sieht's aus? Nein, meine Frau hat zugestimmt. Also super. Jimmy, du kriegst eine Kerze und mit der Kerze stehst du dann die ganze Zeit dahinter. Können wir auch machen. So danke euch beiden. Bin ich dabei. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.